Liebe Waage und herzlich willkommen zum Reading für die zweite Monatshälfte im Juli. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte mit dir jetzt schauen, wie geht dieser Juli weiter, welche Energien zeigen sich, was verstärkt sich, was löst sich vielleicht sogar ganz auf oder was kommt Neues hinzu. Wir schauen jetzt mit den Orakelkarten. Dann schauen wir mit dem Tarot und in der Fortsetzung, deren Link du unten in der Videobeschreibung findest, schauen wir dann nochmal tiefer. Ja, liebe Waage, moving on. Mache weiter mit dem, was du machst, mit deiner Arbeit. Folge weiter deinem Weg. Wir haben hier die 6 Schwerter. Du bist unterwegs, neue, ruhigere Ufer zu erkunden, zu betreten. Du wandelst auf den Pfaden des Lichts. Du trittst aus der Dunkelheit heraus und trittst hervor in dein Licht. Was für Botschaften, meine liebe Waage. Sehr spannend. Was haben wir hier noch für Waage? Den Beobachtungsposten darfst du für dich einnehmen, da darfst du für dich Stellung beziehen. Sehr spannend. Also du darfst im Innen und im Außen beobachten, eine höhere Perspektive einnehmen, genau hinschauen, vielleicht auch auf Details schauen, die dir auf deinem Weg begegnen. Du darfst womöglich auch den inneren Beobachter aktivieren, der dich darauf aufmerksam macht, wie du in bestimmten Situationen reagierst oder agierst. Der innere Beobachter, der unterstützt uns, alte Muster zu erkennen. Die Freiheit, die Klippenschwalbe, so, so schön, auf dem Weg in deine Freiheit. Beobachte mal oder schau mal für dich, inwieweit du andere Schwalben beobachtest, wie deren Freiheit aussieht. Es geht aber hier um deine Freiheit. Einfach ein Impuls, der hier gerade noch reinkommt. Der Donnervogel, der Thunderbird. Übernatürliche Kraft, Führung. Jeder hat eine Aufgabe im großen Plan. Wandle dein kraftvolles inneres Feuer in Licht. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mit meinem Impuls schau zwar nach anderen, aber folge deinem eigenen Weg hier gar nicht so falsch lag. Denn der Donnervogel kommt nicht ohne Grund in dein Leben. Er ist sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr machtvoll. Ist sozusagen auch die Energie, die mit dem Phönix einhergeht. Der Magier, kreiere dein Leben, schöpfe aus deiner Fülle, gestalte aus dir heraus, gestalte dein Leben. Ja, was möchtest du in die Welt bringen? Was ist dein Weg? Und jetzt gerade mit dem Donnervogel, der hier sehr machtvoll ist, geht es darum, deinem inneren Kompass zu folgen, deinem Nordstern zu folgen. 9 Schwerter. Lass uns das mal im Hinterkopf behalten mit deiner Freiheit und wo du vielleicht auf die Freiheit anderer schaust.
Neun Schwerter, das sind jede Menge Gedanken in deinem Kopf, jede Menge Ängste, Vorbehalte, Glaubensmuster. Ich glaube, ich habe es auch in jedem Video bisher gesagt, wir haben in dieser zweiten Monatshälfte, genau am 21.07., den zweiten Vollmond auf der Steinbock-Krebsachse. Und dieser Aspekt spielt hier schon sehr, sehr kraftvoll mit hinein. Der Page der Kelche sagt, du versuchst hier etwas zaghaft Raum zu öffnen. Du bist vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder andere empfinden dich so. Vielleicht empfindest du dich auch selber hier ein bisschen naiv. Vielleicht sind die neuen Schwerter hier wirklich ein Aspekt alter Strukturen, die hier nochmal auftauchen, wo du dir hier Sorgen machst, wo du dir viele, viele Gedanken machst. Der Narr sagt aber, es geht hier in eine neue Richtung, ein Neuanfang. Du darfst nochmal neu gestalten, nochmal neu kreieren. Die Frage ist nur, in welchem Lebensbereich? Wo darfst du hier als Page der Kelche weitergehen? Was möchtest du als Magier gestalten, kreieren? Die Freiheit, der Hierophant, Impulse der geistigen Welt, übernatürliche Kraft und Führung, inneres Feuer, geistige Welt unterstützt dich hier in deinem Glauben. Glaube an dich selbst, mach dir keine Gedanken, sei hier in gewisser Form auch spielerisch leicht, vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv. Aber genau diese Energie führt dich in deine Freiheit und beobachte, wo du da in deinen Gedanken steckst. Die Herrscherin. Empfange deine Ernte. Und die Königin der Kelche. Die liegt jetzt noch auf dem Kopf, die drehe ich jetzt rum. Sehr spannend. Es kann sein, dass du hier Hilfe und Unterstützung bekommst auf deinem Weg. Und zwar Page der Kelche, Königin der Kelche, das sind Impulse, die von außen kommen, die dich in eine neue innere Balance führen möchten, die dich aber auch in deine Kraft führen möchten. Der Hierophant hat ähnliche Aspekte wie der Herrscher. Hier geht es um Regeln. Hier geht es darum, ja, Regeln zu erkennen, Regeln zu folgen. Beobachte dich und achte oder beobachte auch dein Umfeld und diese Regeln, was dir hier über Freiheit erklärt wird. So, was haben wir hier? Die sechs Schwerter und die sieben Stäbe. Die sind zusammen rausgesprungen. Hier sind wir nochmal am Anfang, moving on. Folge deinem Weg. Du bist hier auf dem Weg, neues Terrain auch für dich zu erschließen. Mit der Klippenschwalbe glaube ich, dass es um eine innere und äußere Freiheit geht. Der Donnervogel mahnt dich ein bisschen, zwar kraftvoll zu sein, doch auch deine innere Kraft zu erkennen, deine innere Stabilität hier immer wieder zu beobachten, abzufragen auch. Wir haben hier mit der 49
Die 13 in der Quersumme, das ist der Tod, das ist eine Transformation. Also etwas in dir wird aufgeschlossen, nehme ich wahr. Eine neue Freiheit in dir, die du vielleicht auch erstmal ein bisschen üben darfst. Vielleicht kommt diese Freiheit auch mit einem Donnerschlag, mit dem Donnervogel und befreit dich hier aus Gedanken, aus ja, alles, was diese neuen Schwerter für dich bedeuten, Drama, Kummer, Sorgen, die du dir machst, Zukunftsängste, lauter negative Gedanken, da ist das Glas nur noch auch weniger wie halb voll. Und du darfst aber wieder dich auf die schönen Seiten, die Freiheit, die Lebendigkeit des Lebens fokussieren. Und du darfst dich auch gerne von den schwierigen Gedanken abgrenzen, sodass du in dir eine neue Balance, eine neue Stabilität findest, auch wenn der Narr hier ganz viel Altes zurücklässt, sich befreit. Mit dem Hierophant geht es auch darum, an dich zu glauben, dir selber zu vertrauen. Moving on, der Magier steht auch für einen Neuanfang, für Kreationen, für neues Bewusstsein, für eine neue Freiheit, die sich auch in dir ausdehnen möchte. Und natürlich kommt irgendwo das Alte daher und sagt, nö, nö, liebe Waage, so geht das nicht. Also, und das können auch Gedankenmuster in dir sein, die dich dann zurückschrecken lassen, gerade mit dem Donnervogel, mit dieser großen Kraft, die da auftaucht. Bleib im Vertrauen, folge deinem Weg, beobachte wirklich deine Gedanken, deine Emotionen. Du bekommst hier Hilfe und Unterstützung von außen, die dich ja in deinen Emotionen auch unterstützt, die dir hilft, diese Emotionen zu klären. Die Herrscherin ist ganz klar bereit zu empfangen und auch ganz klar bereit, in sich selbst zu ruhen, denn das ist die Hauptenergie hier für dich, liebe Waage, in dir selbst ruhen, neue Wege gehen, neue Möglichkeiten auch austesten, ausforschen und ja, deiner inneren Führung vertrauen und einfach auch deinem Weg weiterhin folgen. Es ist ein beständiger Weg, es ist ein Weg, der voll mit Höhen und Tiefen ist, voll mit Freude, Freiheit, aber dann auch wieder mit einengenden Gedanken. Und so darfst du dich dennoch in diesem Weg immer wieder neu ausrichten, neu stabilisieren. Und du hast gute Arbeit geleistet und jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen, weiterzugehen. Und ich gehe jetzt mit dir gerne weiter in die Fortsetzung und da schauen wir uns das Ganze nochmal auf einer tieferen Ebene an. Wir holen uns neue Impulse, noch das, was wir vielleicht hier jetzt gerade noch nicht gesehen haben und wir schauen mal, was du hier kreieren kannst. Ich freue mich auf dich.